Jo Leute, was geht ab, College am Start? Heute wollte ich mal so ein kurzes Update-Video machen zu woran ich aktuell dran bin, was kommen wird, was ich die letzte Woche gemacht habe. Sowas in der Art wie ein Wochenrecap wollte ich mal machen und euch einfach mal so erzählen. Es gab ja nicht so viele Videos, wo ich so Sachen erzählen kann, deswegen wollte ich es heute mal machen. Es lief viel im Hintergrund und ja, ich wollte einfach mal so erzählen, was aktuell so abgeht, woran ich dran bin. Also das erste, woran ich aktuell arbeite und das auch so die höchste Priorität hat aktuell, ist das 10K Sample Kit. Daran bin ich aktuell dran. Es ist zu 99% fertig, die Samples stehen, die Drums stehen. Das Ding, was jetzt noch gemacht wird, sind die ganzen Feinheiten, das Mixing. Dann noch das Drumkit, das in der zweiten Edition geben wird, zu dem ich euch gleich noch was erzählen werde. Da bin ich aktuell noch dran, die ganzen Drums fertig zu mixen und das Ganze eben in so einem Format zu machen, dass es eben leicht zu benutzen ist. Zum Beispiel bei den ganzen 808s dann die Noten dahinter stehen, dass ihr das Ganze eben leichter nutzen könnt, den Key leichter finden könnt und eure 808s dann leichter spielen könnt. Okay, dann die zweite Info zum 10K. Die zwei Versionen, also es wird ja zwei Versionen geben, das habe ich ja im letzten Video erklärt. Eine Version wird es auf collegebeats.com geben, wie üblich, so ähnlich wie auch beim letzten limitierten Sample Kit. Aber dieses Mal wird es noch die individuellen Spuren geben, also habt ihr da maximale Flexibilität, könnt es benutzen, wie ihr wollt, könnt aus jeder einzelnen Spuren könnt ihr nochmal ein paar andere Beats machen. Insgesamt werden es 5 angefangene Beats von mir sein, alle Key-labeled, alle Tempo-labeled und dann eben noch mit den individuellen Spuren. So, dann bei der zweiten Edition, das wird eine Special limitierte Edition. Da wird nämlich das erste Mal ProducerGang.de live gehen. Das für eine ganz kurze Zeit. Es wird sozusagen ein Pre-Launch geben von ProducerGang.de, wo ihr eben so einen ersten Eindruck bekommt, wie das ungefähr aussehen wird, wie das Logo sein wird. Ihr werdet so einen ersten Eindruck bekommen von ProducerGang, wie das Ganze ungefähr aussehen wird. Es ist noch nicht die finale Form. Es geht, wie gesagt, ganz kurz wird die Seite on gehen für das 10K Sample Kit. Danach wird es wieder off gehen und ja, in nahe Zukunft wird es dann live gehen mit krassen Dingen. Also da kann ich jetzt noch nichts davon sagen, aber es wird auf jeden Fall lit. Und in dieser limitierten Edition vom 10K Sample Kit, der Producer Gang Edition, wird es eben noch die Drums geben. Die werden limitiert sein, genauso wie die ganzen Samples, die wird es also nie wieder geben. Und ja, daran habe ich so in letzter Zeit am meisten gearbeitet. Ich musste die Seite machen, das ganze Backend, wie es dann später sein wird und die ganze Planung von dem alles, was ich vorhabe. Und ja, da kamen viele Dinge, auch so viel Bürokratiezeugs, viele Papiere, viele. Ja, da haben wir eben am meisten gearbeitet. Also wenn ich wir sage, dann meine ich so mein Bruder und ich. Wir machen so das meiste zusammen. Ich helfe ihm beim Content, er hilft mir. Und ja, daran haben wir eben gearbeitet. Er kennt sich sehr gut aus mit Coding, mit den ganzen Stuff für Webseiten. So, das ist sein Gebiet. Mein Gebiet ist dann mehr so die mit ihm die kreativere Sache, so wie ich es haben will und so weiter. Und ja, dazu dann sehr bald mehr. Woran ich auch aktuell arbeite, ist, ich arbeite aktuell mit vielen lokalen Künstlern. Wir hatten Beats hin und her geschickt, haben am Sound gefeilt, haben Mixing-Sessions gehabt. Und ja, man, das hat richtig Fun gemacht. War auf jeden Fall eine neue Erfahrung, weil ihr wisst ja, ich mache eigentlich nicht so viele Sessions. Ich bin halt eher so der Typ, der das Ganze auf YouTube macht und ja, meine Beats produziert und mehr für Produzenten stehe und weniger für ich produziere jemanden jetzt komplett from scratch, also von Anfang an. Deswegen, das war richtig nice, war eine richtig nice Erfahrung und ich glaube, da wird auf jeden Fall auf euch was richtig Nices zukommen. Und ja, dann zu dieser Zeit ungefähr habe ich noch mein Studium abgebrochen. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ich glaube, in Stories habe ich schon mal erwähnt, so bei so Fragen-Sessions und so weiter. Aber ich habe früher, vor jetzt 2 Wochen oder so, habe ich Wirtschaftspsychologie studiert. Und davor hatte ich noch einen Studiengang, das war Kommunikations- und Medienmanagement. War aber nicht so mein Ding. Dann dachte ich mir, okay, machst du es auf Fernstudium, machst Wirtschaftspsychologie. Hab das dann ein Semester voll durch, zweites Semester war so, geht so. Und ja man, ich habe einfach begriffen, dass Studium und Schule einfach nicht für mich ist. So, es gibt verschiedene Typen, für mich ist Schule und das ganze System drumherum und das ganze Ding halt einfach gar nichts für mich so. Das war schon immer und das
es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Schule und das ganze System halt drumherum ist nichts für mich und Entrepreneurs oder beziehungsweise Selbstständige sind halt eben nicht dafür, haben es nicht in der DNA sozusagen, sowas zu machen und ist halt so, ja. Und ich habe es dann eben abgebrochen und habe jetzt eben mehr Zeit, kann mehr Content machen, kann mich mehr auf Sachen fokussieren, die mir halt wirklich Spaß machen. Und ja, ich habe dann einfach begriffen, so mit der Zeit, dass es nichts für mich ist. Ich lerne einfach anders. Mein Gedächtnis funktioniert anders. Das Gedächtnis von vielen, glaube ich, von vielen Kreativen und allgemein auch selbstständigen Leuten funktioniert komplett anders, als es jetzt in der Schule, als die es dir in der Schule versuchen beizubringen. Deswegen, ich habe da einfach keinen Sinn mehr gesehen, habe es abgebrochen. Und ja, es hat auf jeden Fall lange gedauert, bis ich den Schritt jetzt hier gemacht habe. Ich produziere schon seit, ich würde sagen, 9 Jahren so ungefähr. Und ja, es hat einfach lange gedauert. Erstmal das ganze Skillset lernen natürlich. Dann das ganze Skillset, um eine Marke zu bilden. Das ist ein komplett anderes Skillset. Das hat natürlich lange gedauert. Und ja, jetzt finally kann ich sagen, so meine Mucke ist so das Einzige, was ich habe aktuell. Das, was ich mache hier, so ist das Einzige. Müsst aber auch auf jeden Fall wissen, dass ich das Ganze hier aufgebaut habe mit einem Studium, mit einem Vollzeitstudium und mit einem Teilzeitjob. Also ich hatte eine Zeit lang auch Teilzeitjob und dieses Studium und noch dann YouTube. Und ja, es ist möglich auf jeden Fall. Also wenn jetzt jemand hier zuschaut und denkt, ich muss jetzt wie College mein Studium abbrechen und muss das Ganze so die ganzen Brücken abbrennen so mäßig. Es ist auf jeden Fall möglich, das Ganze mit Studium und mit Nebenjob aufzubauen. Also ich bin hier Beweis dafür. Ich habe das komplett alles gemacht mit einem Studium und noch mit teilweise so einem Nebenjob. Einfach aus dem Grund, dass ihr eben so eine Sicherheit habt, eure ganzen Rechnungen zahlen zu können. Und ja, seht den Job mehr als so ein Investor in eure Karriere, weil dann seid ihr schon abgesichert. Also ihr arbeitet dann, keine Ahnung, zum Beispiel von, sagen wir mal, 7 Uhr bis 12 Uhr oder so und habt dann den ganzen restlichen Tag für eure Mucke und so weiter. Habt das Wochenende natürlich und anstatt da eben irgendwo, keine Ahnung, feiern zu gehen oder was anderes zu machen, könnt ihr eben zum Beispiel an Content arbeiten oder irgendwelche Beats machen. Und erst jetzt kann ich sagen, nach so vielen Jahren kann ich sagen, dass ich erst jetzt so den Schritt wagen kann und das Ganze machen kann, worauf ich komplett Bock habe, also hundertprozentig so Fokus auf die Mucke und auf das ganze Content-Ding und noch viele andere Projekte, so die ich dann bald revealen werde, aber ja, auf jeden Fall auf diese ganzen Sachen so, das hat alles gedauert und bevor jetzt jemand so schnell sagt, ich breche hier mein Studium ab, mein Nebenjob und was weiß ich was, so, ich bin der Beweis, dass sowas auch möglich ist. So, ihr braucht auf jeden Fall ein gutes Zeitmanagement. Ihr müsst mit euren Energien sparsam umgehen. Ihr müsst wissen, so was nimmt mir zu viel Energie, wo kann ich sie besser investieren und so weiter. So, allgemein so Ressourcenmanagement, Zeit und Energie, so, das ist das Wichtigste. Und dann könnt ihr das alles so easy machen. Und ja, Mann, es freut mich auf jeden Fall richtig. Jetzt habe ich mehr Zeit für Content, mehr Zeit für Beats, mehr Zeit für mit Artists zusammenarbeiten, Sachen from scratch bilden. So, das ist der Shit, so, den ich am meisten mag. Und ja, das ist eben das, was ich am liebsten mache, so Mucke und das Ganze drumherum mit Selbstständigkeit und Sachen aufzubauen von 0 auf 100. So, das ist mein Ding und ja, Mann, da gibt es auf jeden Fall viele, viele Projekte, die auf euch jetzt in Zukunft zukommen werden. Auf jeden Fall, ich habe hier eine Liste, wo ich mir so die ganzen Content-Ideen aufschreibe. Also sehr bald kommt ein Beat, das wird eine Demo sein von dem 10K Sample Kit mit den Drums, die es nur in der Producer Gang Edition geben wird und den Samples, die es eben in beiden Editionen geben wird. Das kommt bald. Dann werden wir bald ein Q&A machen. Ich habe hier auch geschrieben Part 1. Es wird höchstwahrscheinlich so 2-3 Parts sein, verteilt. Ich weiß noch nicht, wann genau, aber ja, Q&A kommt. Dann habe ich auf jeden Fall vor, in nächster Zeit viel mehr zu dokumentieren. Also mein Prozess hier als Musikproduzent, wie ich meine Sachen mache. Ich werde einfach höchstwahrscheinlich so einfach ein paar Stunden am Tag aufnehmen, raw aufnehmen und dann einfach das Ganze zusammencutten. Einfach, dass ihr so ein Gefühl bekommt von, was ich hier mache, wie ich meine Beats mache und so weiter. So,
Das kommt auf jeden Fall. Und ja, nachdem das Ganze gekommen ist, ich bin mir noch nicht sicher über die Reihenfolge, wie das Ganze sein wird. Aber dann danach wird es einen Contest geben. Den ersten Contest auf producergang.de. Dazu kann ich noch nicht mehr sagen, weil vieles im Hintergrund noch abläuft und wir das Ganze am Plan sind. Deswegen kann ich dazu noch nicht viel dazu sagen. Aber ihr werdet es auf jeden Fall hier als erstes erfahren. Und ja, mein letztes Zeit war auf jeden Fall viel los. Viel Behind-the-Scenes-Stuff, das ich nicht so zeigen kann. Und ja, jetzt so langsam kommt alles. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall nicht vergessen zu abonnieren, Leute. Falls du neu bist, hier gibt es alles rund um die Musikproduktion. Falls dich das interessiert, auf jeden Fall nicht vergessen zu abonnieren und rechts daneben die Glocke zu aktivieren. Und ja, Mann, das war's dann für heute. Sehr bald geht's dann weiter mit Content hier oder auf Instagram in Storyform. Und ja, Mann, wir sehen uns dann sehr bald wieder. Peace.